Der siebte Spieltag der Regionalliga Nord lädt ein zur englischen Woche. Mittwochabend Eintracht Norderstedt gegen Aufsteiger HSC Hannover. Die Eintracht seit 4 Spielen in der Liga sieglos. Das soll sich heute aber ändern. So viel vorweg. Höhere Mächte werden Einfluss auf den Spielverlauf haben. Wir steigen ein ins Spiel. Die Norderstedter in den roten Trikots von links nach rechts. Dünn von beiden. Eigentlich was Offensivaktion angeht in Durchgang 1. Das war dann das Gefährlichste. Jan Lüneburg mit der Möglichkeit per Kopf. Wir springen vor bis in die 45. Spielminute. Freistoß Bojacan, der wird unzureichend geklärt. Und dann ist es Jan Lüneburg mit dem 1:0. Man glaube es gar nicht, aber das ist das erste Regionalliga-Saisontor für Jan Lüneburg. Zweimal hat er vergangene Woche im Pokal beim Bramfelder SV jedoch schon getroffen. Das gehört zur Wahrheit. Dazu, Resümee zur Pause, nicht sehr schön, aber funktioniert. 1:0 der Stand zur Halbzeit. Durchgang 2, spielerisch gab es jetzt mehr Ansehbares. Flanke von Jordan Brown über die rechte Seite und dann ist es Jan Lüneburg. Tor aber abgepfiffen von Schiedsrichter Christian Mehrmann wegen Stürmerfouls. Das schauen wir uns an, die Flanke und der Kontakt ist dann da. Das Fallen von Verteidiger Yannick Bartz allerdings viel zu theatralisch. Und wie der Fußball dann so ist, gibt es die sofortige Konsequenz. Das ist der direkte Gegenstoß. Der Ball kommt auf Hauke Bartels und der findet den Weg ins Tor. 1:1, das ist sonderlich ärgerlich, weil sich auch spielerisch jetzt nicht unbedingt lautstark angekündigt hat. Trotzdem kommt Hannover hier zum Ausgleich. Anschließend wurde es aber ungemütlich. Ein großes Unwetter zog über die Hansestadt. Schiedsrichter Christian Mehrmann entschied sich folgend auf eine Unterbrechung und noch war fraglich, ob das Spiel weitergeführt wird. Zwei weitere Regionalligaspiele gab es in Hamburg. Der HSV 2 gegen Rheden und Altona 93 gegen Lüneburg. Beide wurden im Laufe des Abends fortgesetzt. Das war hier allerdings nicht der Fall. Dane Kummerfeld und Lars Huxoll zeigten es an. Das Spiel wird abgebrochen und es wird ein Wiederholungstermin vom Verband in den kommenden Tagen bekannt gegeben. Trainer Jens Martens hat eine eigene Meinung dazu. Ja, natürlich. Man braucht jetzt ja nur rausgucken. Das ist ja, wir haben es in Lüneburg schon gehabt, da war es auch okay und jetzt ist es auch okay. Für uns, sage ich mal, aus einem Grund ein bisschen schade, weil wir natürlich das 2:0 erzielt hatten, was aus meiner Sicht ein klares Tor war. Würde ich dann auch gerne noch mal im Video mir natürlich angucken und kassieren dann das 1:1. Dann kam der Abbruch. Ja, es ist jetzt halt so, wie es ist und wir müssen auch dieses Spiel wiederholen wie gegen den LSK.